Kokkimitan, wunderschöne Frauen, geile Strand und natürlich geile Hotel. Das werde ich euch nachher, also morgen zeigen. Also nein, morgen in diesem Video. Ne? Und ja, wir sind hier bei Koh Samet angekommen und in diesem wunderschönen Axon Hotel. Ne? 5 Sterne mit 5 Sterne Frauen. Und auf jeden Fall, ja, ich werde euch erstmal so hier ein bisschen abends so ein bisschen genießen, erstmal ankommen so. Und morgen geht's auch los so, dann zeige ich euch, was hier alles so gibt in Koh Samet. Ne? Hier soll es sehr schön ruhig sein, hier sind auch sehr wenig Touristen. Wir haben ein relativ gutes Angebot bekommen, da in Thailand, ja, ihr wisst schon, ne? Covid, shit. Aber ja, auf jeden Fall, wir sehen uns dann gleich. Bah! Jo Leute, die schlechte Nachricht, wir gehen nicht auf die Insel. Jetzt momentan bei Covid fahren wir halt nur am Morgen. Und wenn wir nur zu zweit gehen, müssen wir halt 7.500 Baht zahlen. Das ist eigentlich relativ günstig, so wie wir so privat so, ein Boot haben. Aber halt nicht fahren dürfen, ne? Haben wir stattdessen einfach ein Bike geholt. Ja. So haben wir mehr ein bisschen Freiheit, da unser Hotel so ein bisschen mehr in die Wüste liegt. So. Und ja, wir gehen erstmal zurück, da mein Kumpel nicht in diese thailändische Haupttoilette gehen möchte. Und wir sehen uns wieder im Hotel. Und dann zeige ich euch mal unser Lounge, was auch immer. Wow! Wir sind hier gerade bei einem Pizzeria, so am Strand bei Rayon. Das ist Rayon. Genau, Rayon. Und ja, das ist unser Stammladen. Wir haben heute den ganzen Tag eigentlich so gechillt-mäßig, so, ne? Da mein Kumpel Nierenprobleme hat. Alkohol gibt es ja leider nicht im Spiel, aber wir lassen sie erstmal schmecken so. Und ja, bis wir gucken, ne? Wir gucken mit dem nächsten Lifestyle und so. Wir gucken, dass morgen was gemacht wird. Und ja, bis gleich. Jo Leute, wir sind hier gerade beim Spital. Mein Kumpel, also ich zeige euch mal die Einblendung. Wir sind mit dem Krankenwagen hierher gefahren und auf jeden Fall dachten wir erstmal, er hat Nierenentzündung, was eigentlich so auch so logisch passieren sein kann durch die Mandelentzündung und durch die Nebenwirkungen von Medikamenten. Ja, und wir sind bis hierher gefahren und haben erfahren, dass er Muskelentzündung hat oder Verspannung oder sehr starke Schmerzen im Bereich Rücken. Und ja, auf jeden Fall, er hat jetzt seine Medikamente bekommen. Also der Kameramann, ihm geht es hoffentlich jetzt gerade nicht so schlecht, weil die Nachricht ist einfach, also ich dachte erstmal, das wäre übelst teuer und so alles. Natürlich ist Gesundheit alles wichtiger. Und auf jeden Fall, wir sind mit dem Krankenwagen hergefahren, Blutprobe, alles drum etc. für 325 Baht und 1 Franken. Ist 36 Baht. Also das hat gerade mal um die 10 Euro gekostet für alles, für Krankenwagen, und das hat nicht mal mit Krankenkassen was zu tun. Hier vorne seht ihr noch so diesen Corona-Platzbereich, wenn die Leute abhalten muss. Innen dran komplett chaotisch, Digga. Ich wollte nirgends so rumgucken, weil ich irgendwie Panik bekommen habe, dass ich infektioniert werde. Auf jeden Fall, es war. Ich hoffe, es wird alles gut. Ich hoffe, dir geht es morgen besser, Joel. Ne? Oder Teshi Long. Und ja, wir gehen, wir versuchen jetzt irgendwie zurückzukommen zu unserem Hotel und dann kann ich euch endlich mal die versprochene, also wenn es ihm natürlich besser geht, Hotel und so alles drum etc. zeigen. Also, ja, das war die Nachricht. I don't feel so good. So, endlich sind wir hier am Strand, also davor zwar auch, aber jetzt geht's dem lieben Boy, Teshi Long, viel besser, geht's dir gut? Ja, wunderbar. Okay, also auf jeden Fall, ja, ich wollte schon die ganze Zeit hier unsere Sachen zeigen, also wo wir jetzt sind und so weiter. Und ja, jetzt kommt erstmal ein paar nice Montage.
Hey Leute, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier gerade bei Restaurant The Wave, ne? Und hier kann ich euch mal die Welle hier zeigen. Wow, wunderschön. Da vorne ist eine Insel und hier ist ein Schaufeld. Und da vorne ist ein romantisches Pärchen. Hier zeige ich noch die Innenausstattung. Sehr, sehr romantisch und schnieke. Ja. Also wir zeigen euch nachher das Essen. Ja, bis nachher. So Leute, wir haben unsere Vorspeise bekommen. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. So ein bisschen Fleisch, Brötchen und Gurke und Soße. Ja, wir lassen uns erstmal schmecken und dann kommen wir zu unserem Hauptgang. Jo Leute, wir haben jetzt unsere Hauptspeise bekommen. Ich komme hier ein bisschen rüber. Also ich habe hier so ein bisschen hier auf die Kamera. So, hier Red Wine Sauce mit Zwiebeln und Knoblauch und geiles Steak und eine wunderschöne Kartoffelbrei. Ich liebe einfach Kartoffelbrei. Und bei den lieben Techelong sind ja ein Wagyu Beef Monster Burger mit Pommes und noch Dips, ganz auf süß angelehnt. Okay, gut, wir lassen es auf jeden Fall die Gerichte schön genießen und wünschen euch was. Hey Leute, einen wunderschönen guten Nachmittag, noch unser Frühstück und heute laufen wir mal auf diesen wunderschönen Berginsel, aber keine Insel, weil Berg an Strand und ja, wir gucken mal, was dazu gibt so und jetzt ja, jetzt laufen wir dorthin und haben Spaß. Yo Leute, wir sind jetzt gerade in der Hood, wir sind die Blood und wir sind die Crips. Crips. Und da vorne sind die Purple Gang. Komm mal, zeig mal die Purple Gang hier. Purple Gang. Ja Mann, das sind die Saints. Die Saints, du musst die Saints zeigen. Die Saints, Alter. Yeah. Also Leute, wir sind voll die Saints. Zwischen Bloods und Crips. Yeah. So Leute, ich hab eingekauft für 92 Baht, also das ist so 2,50 € mäßig, konnte ich mir diesen Eis holen. Das sieht sehr komisch aus, lecker und blau. Das haben wir Kumpelkohl, Waffel, Schokolade. Und dann haben wir noch zwei Poppikohl, Kleinmission. Kostet nur so um die 20 Cent. Schokoriegel, zwei Stück, ganz geil. Und ich habe mir eine Fanta geholt und eine Fruchtgummi. Fruchtgummi? Und mein Kumpel hat noch Cola. Lass uns schön schmecken. Jo. Jo Leute, wir sind hier gerade bei diesem Inselbereich angekommen. Hier ist alles Baustelle. Hier oben sind ja geile Resort hier oben. Kannst du mal zeigen? Hier oben. Ja, sieht eigentlich sehr geil aus. Wir sind von dort hinten gekommen. Sagen wir zu, das ist die Strandmesse. Und ja, jetzt suchen wir vielleicht einen anderen Weg, wo wir was durchlaufen können. Aber hier dürfen wir nicht. Ja, also ist Privatgrundstück. Genau. Hey Leute, wir sind jetzt wieder bei unserem Stammlokal. Hinter uns standen auf jeden Fall Leute an und hier seht ihr, ja, Stammlokal. Ich fühle mich beobachtet und wir zeigen euch nachher das Essen. Tschüss. So Leute, ich habe mir Spaghetti Seafood bestellt und ich habe Wagyu Beef, ja, Wagyu Beef Salat, Thai Style und Echelon. Hat Rips bestellt, auf ganz europäisch und ja, wir lassen uns erstmal schmecken. Jo Leute, unser Dessert ist jetzt angekommen. Mein Dessert ist Vanilla mit so thailändischen Früchten und Drachenfrucht auch mit dabei. Und Echelon, was hast du genau? Creme Brûlée. Creme Brûlée, okay. Ja, wir lassen uns erstmal Dessert gut genüsslich schmecken. Hey Leute, wir sind jetzt zurück bei unserem wunderschönen Strand.
Arrondissement. Ich kenne kein Französisch. Auf jeden Fall zeige ich euch hier. Hier ist auf keine Menschenseele hier. Ganz entspannend und wir trinken unser Kameramann. Wir trinken unser wunderschönen Kaffee aus 7-Eleven. Und ja, wir lassen uns genießen. Hey Leute, das wird erst der Abschluss von diesem Strandvlog, weil viel Strand kann ich euch jetzt auch nicht wirklich zeigen. Und ja, also ich bin ja mit Kishi Long und morgen machen wir das Konzerttest, am Sonntag fliegt er. Heute ist Freitag. Ja, heute ist Freitag. Und ja, ich hoffe, euch hat bis jetzt ein Vlog gut gefallen. Ich werde hier in Thailand für 3 Monate bleiben. Eventuell, also es kommt auf jeden Fall noch Videos. Auf jeden Fall, lasst euch überraschen. Vielleicht bin ich in 3 Monaten gay oder so. Oder krieg Haarausfall oder whatever. Es kann alles passieren, ich bin in diesen 3 Monaten. Oder ich werde überstark, muskulös. Oder ich höre mit Rauchen auf. Zumindest wär das meine Vorsätze dieses Jahr. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall und euch noch einen wunderschönen Abend, morgen oder was auch immer.